Willkommen zu einem neuen Video hier bei den Gaming-Pilzen. Mit dabei ist diesmal auch Damon Air. Und dieses Video hat einen besonderen Grund. Ihr werdet es schon am Titel gelesen haben. Ja, wir machen die Winter-WM. Clash of Clans WM. Und wahrscheinlich wird sie im Nachtdorf sein. Und unter dieses Video sollen sich alle Leute bewerben für die WM. Bewirbt man sich hier unter das Video. Und zwar, was ihr müsst. Wichtig, es ist sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr euch bewerbt für die WM, euren Clash of Clans Spielernamen schreibt und euer Rathaus-Level und Meisterhütten-Level, weil wir wissen noch nicht so genau, ob wir die Nachtdorf-WM machen oder doch im Hauptdorf. Wahrscheinlich im Nachtdorf. Und was noch wichtig ist, schreibt vielleicht auch noch euer Spielerkürzel in die Kommentare, damit wir auch genau wissen, wer ihr seid und Ja, nicht dann falls es einen irgendwie so Namen doppelt mit gibt. doppelt ist. Ja, genau, falls ein Name doppelt ist. Ja, und ihr könnt euch unter dieses Video bewerben, wie ich schon gesagt habe. Die WM wird wahrscheinlich wir wissen noch nicht so genau, ob sie vor Silvester oder nach Silvester stattfindet. Ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr dort schon Schule habt, wenn die WM läuft, die ist immer nur nachmittags. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall dabei sein. Außer ihr müsst was lernen, aber ich glaube weniger, dass man in der ersten Woche direkt für Tests lernen muss. Ja, das glaube Außer ich ihr auch schreibt direkt nicht. in der ersten Woche am ersten Tag einen Test. Ja. Weil die WM wird, vor Silvester wird es wahrscheinlich zu knapp, weil die WM dann wahrscheinlich zu lange dauern wird. Ich habe wahrscheinlich gerade mal den 30. oder 29. Zeit. Maximal die beiden Tage und dann habe ich gehört, dass noch bei meinem Bruder noch Leute übernachten oder so. Na, das wird dann viel zu stressig. Deshalb wird die WM höchstwahrscheinlich nach Silvester stattfinden. Das heißt, ihr habt sehr lang genug Zeit, euch unter dieses Video zu bewerben, wenn ihr bei der WM mitmachen wollt. Die Informationen, die ihr braucht, habt ihr. Was noch wichtig ist, ist natürlich eine Clanmeisterschaft. Das heißt, ihr müsst natürlich in unserem Clan sein, bevor die WM beginnt. Und die Regeln werden wahrscheinlich in einem weiteren Video kommen. Ja, werden sie. Und dann werden auch die Zeiten kommen, wann ihr dran seid, damit ihr schon mal wisst, um wie viel Uhr ihr auch online sein sollt. Also ihr müsst euch die laufenden Videos zur WM auf jeden Fall anschauen, wenn ihr mitmacht, damit ihr die wichtigen Informationen habt. Eventuell werden wir auch ein Einladungslink zu einer WhatsApp-Gruppe in die Beschreibung von diesem Video oder von dem nächsten Video packen, dass ihr dort auch auf dem Laufenden ohne Videos sein könnt mit oder so. Aber das werden wir noch mal schauen. Das würde ich sagen, war es auch mit diesem kurzen Informationsvideo, oder? Fehlt noch irgendwas Wichtiges? Ich würde sagen, das Bewerbungsschluss, würde ich sagen, ist der 31. Dezember, also habt Ja, jetzt ungefähr eine Woche das würde ich Zeit. auch sagen. Der 31. Dezember, also Silvester, ist der Einsendeschluss für die Klarmeisterschaft im Alles wahrscheinlich Weitere findet ihr Nachtdorf. dann entweder in einem anderen Video in der Videobeschreibung oder ich schreibe nochmal einen Kommentar unter dieses Video, dass ihr nochmal alle wichtigen Infos habt. Ja gut, dann ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch auf die WM und wir haben genug Leute, die sich bewerben. Dann tschüss.